Servus, Leute, ich bin's, der Jörg. Ich möchte euch mal ganz recht herzlich zum neuen Video von mir begrüßen. Heute ist Sonntag, der dritte Advent. Ja, auch heute bin ich wieder unterwegs. Ihr könnt hier im Hintergrund ein Gebäude sehen. Ja, das ist das Forsthaus in Annweiler. Da bin ich jetzt gerade. Heute soll es zum Kirschfels gehen. Ja. Wieder so gemütlich wie an den letzten beiden Tagen. Ja. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Die ersten Grüße gehen natürlich auch gleich raus. Und zwar an der Andreas. Der hat gesagt, das Auto ist nur dann ein richtiges Waldläuferauto, wenn es richtig dreckig ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu deinem Auto ist meins noch richtig sauber. Ja. Wenn man sich mal anguckt, ja, bei mir hängt nicht so viel Dreck dran wie bei dir, es ist aber trotzdem dreckig, ja. So, irgendwann tun wir es wieder wäsche, aber es muss nicht gleich sein. Ja. Zum Kirschfelsen sind es nur 2 Kilometer. Der 3 hinterher. Ja, es ist nicht weit. Im Prinzip nur ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. Und schaut euch mal das hier an. Ja, sieht man mal die Ruhe Natur. Ja, von hier unten bin ich raufgefahren gekommen. Da gehen wir jetzt weiter. Dann sage ich doch mal, bis gleich. Wetter ist mild. Ja, wir haben es jetzt 7 Grad gehabt. Das merkt man auch. Ja, unten auf dem großen Hauptparkplatz, wenn man quasi zum Forst am Rhein fahrt, da waren ein Haufen Autos gestanden. Ja, am Annweiler Forstamt waren ein Haufen Leute gestanden. Mir sind schon eigentlich entgegengekommen heute. Ja, ich denke mal, dass wir noch ein paar Touristen oder Einheimische, je nachdem, zu Gesicht bekommen. Ja, ich denke mal, dass der Kirschfels heute auch mit Sicherheit von dem einen oder anderen besucht wird. Ja, heute möchte ich keine große Runde laufen, denke ich nur zum Kirschfels. Klar, ich könnte jetzt hingehen, könnte jetzt zum Kirschfels noch absteigen zur Rotsuler Hütte und von der Rotsuler Hütte dann weiterlaufen. Oder zurücklaufen zum Forsthaus. Aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte nur ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen die Zeit draußen genießen. Mehr möchte ich gar nicht. Ja, einfach nicht den ganzen Tag in der Bude hocken, nicht den ganzen Tag Computer oder Fernseher. Ja, einfach nur rausgehen ein bisschen. Und wenn es nur 2-3 Stunden sind. Ja. Nächste Woche ist die letzte Arbeitswoche von mir. Ja, da habe ich Spätschicht. Eigentlich hätte ich Nachtschicht, aber in der Spätschicht sind keine Leute da. Ja, die haben sich alle entweder in Urlaub verabschiedet oder sind krank. Ja. Und ihr wisst ja, meine Meinung zur Spätschicht. Ich mag die Spätschicht einfach nicht. Morgens hast du, ja, bis du da aufgestanden bist, morgens kannst du nicht mehr viel machen. Wenn du abends heimkommst, bist du müde. Geht auch nicht mehr viel. Aber die 5 Tage werden noch rumgehen. Ja,
Ja, dann steht Weihnachten vor der Tür. Ja, natürlich nicht so, wie wir das kennen. Ja, wir normalerweise an Weihnachten am 24. Da ist jeder so grün für sich. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann normalerweise großes Essen mit der Familie angesagt. Und am zweiten wäre dann eigentlich das Essen mit meiner Mutter. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht darauf eingehen, warum Mutter und das separat. Das ist privat. Ja. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu berichten. Ja, ja, ich werde jetzt halt mal gemütlich weiterlaufen. Ja. Weit dürfte es nicht mehr sein. Also, bis gleich. Sag mal, Leute, war hier der Zorro unterwegs? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das? Ob der Zorro hier unterwegs war? Schaut euch mal diesen Baumstumpf an. Dieser Riesenbaum. Und inzwischen sind sehr viele kleine Bäume außenrum gewachsen. Ja, das hier sieht mir sowieso aus wie eine Baumkultur. So wie die hier gesetzt sind. Ja, die wachsen in so einer schräg verlaufenden Linie rüber zu uns. Ist aber trotzdem interessant. Ja, sowas zu sehen. Gehen wir nun einmal weiter. Nun haben wir gleich den Kirschfelsen erreicht. Ja, nur noch wenige Meter, dann sind wir da. Gerade eben ist so eine vierköpfige Wandergruppe vorbeigekommen. Die hatte als Rucksack, ohne Witz, das habe ich vorher noch nie gesehen, so eine Art Klappbett oder sowas. Ja, also, ich fand's lustig. Ja. Wir könnten jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten jetzt gerne einen Rundweg wandern, ja, könnte man jetzt anstatt, könnte man jetzt hier hingehen. Ja. Könnte man jetzt hier, ist der Wegweiser. Ja. Ah, da hat wieder jemand einen Aufkleber drauf gepappt von Trigema. Ja, also hier sind wir hergekommen. Da könnte man hier dieses schmale Pfädchen nach unten gehen. Es geht so im Zickzack nach unten. Ja. Hier steht's. Forschers Anweiler, Rotzuler Hütte. Da müsste man, wenn man hier runter geht, dann rechts rumgehen. Da kommt man an die Rotzuler Hütte. Und an der Rotzuler Hütte geht man links und immer geradeaus. Aber dazu habe ich heute keine Lust. Bin ich ganz ehrlich. Ja, dann steht hier noch Parkplatz Zwiesel. Auch das habe ich schon rausgefunden. Ja, das ist ein bisschen schlecht ausgeschildert, ja. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal noch mache. Da kommt man quasi an einen Platz, kommt man von unten vom Zwiesel raus, muss dann eigentlich nach links oben, ja. Ich bin dann aber dort geradeaus weiter gelaufen, bin dann am Forsthaus gelandet. Und das ist ein bisschen schlecht ausgeschildert. Aber okay, das wird mal vielleicht ein Thema für ein anderes Video sein. Wir jedenfalls bleiben heute hier an der Kirschfelshütte. Gucken mal, wie viel Besuch wir noch bekommen heute. Ja, da liegt auch schon wieder ein oder andere Tempo rum. Hier, schöne Felsformation.
Dann das hier, diese vier Teile, das sind die Überreste von so einer Art Tribüne oder einer Art Bühne. So irgendwie, ja, da hat man sich draufsetzen können, hat dann runter gucken können. Aber okay, warum die weg sind, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Was auch ist, man sieht hier, hat man ein Feuerchen gebrannt. Ja. Hier hat man ein Feuerchen gebrannt. Ja. Gehen wir mal kurz weiter. Ob da noch was drin war oder noch was reinkommt im Frühjahr in diese zwei Röhren, weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht. Das war mal irgendwas. Ja, jetzt ist nur noch Müllbehälter. Oh. Aber das ist ja so. Ja, viele Leute können ihren Müll einfach nicht mitnehmen. So. Ein Stückchen zurück. Ja, und das hier ist die Kirschfeldshütte. Es ist jetzt keine so luxuriöse Hütte wie das Dachtenhaus oder wie das Käseck. Aber es macht nichts. Opa. So, was liegt da für ein Blatt? Ah ja. Ah, das ist wegen Waldbrandgefahr. Ja, das scheint wahrscheinlich einige Leute nicht zu interessieren. Also, ich würde sagen, erstmal Koffer absetzen. Kerze anzuzünden. Ja, in einer Woche ist der vierte Advent. Dann sind es nur noch vier Tage bis Weihnachten. Den Kirschfels habe ich jetzt nun wieder verlassen. Ja. Dann Kirschfeld sich als Wanderziel rauszusuchen, war denkbar schlecht von mir ausgewählt. Ja. Heute hat es den Anschein, dass selbst die Bettlägerin und die, die im Rollstuhl sitzen, sich auf den Weg gemacht haben zum Kirschfeld. Ja, dort geht es zu wie am Hauptbahnhof. Ja, zuerst ist eine größere Gruppe gekommen mit ihren Kindern. Ja, da kann ich natürlich nichts machen. Nicht so, wie es gern hätte. Dann ist noch eine Gruppe gekommen. Die Gruppe sitzt jetzt auch schon eine halbe Stunde da. Ja. Und jetzt kommen die ganze Zeit Leute und dann gehen sie wieder. Kommen, gehen, und
ich sehe das jetzt nicht ein, da noch weiter zu warten. Ich werde mir jetzt mal gucken, ob ich noch ein anderes Plätzchen finde, wo ich mich dann vielleicht gemütlich hinsetzen kann. Ja. Es hört sich jetzt an wie Gemeckers, ja. Aber ich habe es ja schon gewusst, die Parkplätze sind voll. Ja, es ist Corona-Zeit, es ist schönes Wetter. Da möchte man natürlich nicht zu Hause sitzen. Also, machen wir jetzt mal auf der Suche nach dem nächsten Plätzchen. Gucken, ob ich noch was finde. Ihr liebe Leute, ich habe jetzt ein Plätzchen gefunden. Ja, diesen Baumstumpf. Klar, ein paar Meter weiter vorne wäre eine Bank zum Hinsetzen. Aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Da geht nämlich der Hauptweg zum Kirschfels hoch und ständig laufen da Leute rauf und runter. Und da habe ich keine Lust drauf, ständig guten Tag zu sagen und noch Erklärungen, was ich mir mache, du. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Lust gehabt, hier diesen Weg weiter reinzugehen. Ich bin jetzt also nur ein paar Meter weiter gelaufen. Bin jetzt hier rein. Das sieht eher nur sowieso nur aus, als ob das eine Forststraße wäre. Wenn überhaupt. Ja, hier wäre doch eigentlich auch ein gutes Plätzchen, um im Sommer mal so ein Overnighter zu machen, oder? Ja. Da müsste man zwar ein bisschen später weggehen. Richtig spät weggehen, aber hier könnte man es auch aushalten, oder? Oder besser nicht. Ja, ich werde jetzt endlich mal das Mittagessen auspacken. Ja, weil ich habe Hunger. Wir haben 2:30 mittlerweile. Liebe Leute, drei Dinge möchte ich euch jetzt noch einmal zeigen. Ja, ich habe ja, wie ihr sehen könnt, mein Selfie-Stick von Rolei. Habe mir jetzt diesen Monkey-Pot von Rolei geholt. Ja, der ist jetzt vielleicht eine Woche bei mir und was ist? Ja, ja, das finde ich nicht so toll. Ja, ein bisschen reindrehen, den werde ich nachher festkleben müssen. Ja, das nächste geht wieder Grüße raus an den Andreas. Es gibt eine Sache, da habe ich langsam die Nase voll. Und zwar ist das das hier, ja. In jedem Video, in dem ich jetzt irgendwie was zu essen mache, kommt irgendwie ein Göffelwitz und Andreas vor und da habe ich jetzt so langsam auch keine Lust mehr. Und aus diesem Grunde werde ich jetzt diesen Göffel verbannen. Und wenn ich mit dir, Andreas, wieder unterwegs bin, werde ich auch keinen Göffel mehr mitnehmen. Ich dagegen habe mir jetzt ein deutsches Essbesteck bestellt. Und dieses deutsche Essbesteck habe ich jetzt dabei und werde ich auch in Zukunft dabei haben. Ja. Das hier ist mein deutsches Feldbesteck. Ja, mein deutsches Besteck. Das ist das gute, alte Besteck von der Bundeswehr. Ja, ein Löffel dabei, ein Messer dabei. Okay, kann man nicht mehr viel mit anfangen, aber Messer hat man immer dabei. Eine Gabel dabei. Und so wie dieses Teil hier, das ein Kapselheber darstellt, sowie ein Dosenöffner. Ja, in Zukunft werde ich das hier mitnehmen und dann gibt es keine Göffelwitze mehr. Versprochen. Ja, das dritte, was ich euch zeigen wollte. Ich habe euch ja hier gefragt, ob ihr sowas wie diese Dose vielleicht wisst. Ja, zum Ausschrauben, zum Zuschrauben. Ich habe jetzt halt dieses da gefunden. Das hier ist eine Tatonga Football. Ja, hat hier Klipse dran zum Festklipsen. Ja, hat hier Deckel mit Gummigriff außenrum, damit man das schön festmachen kann, schön festklipsen kann. Ja. Dann läuft das Ganze natürlich auch nicht aus. Die wird mich wahrscheinlich in Zukunft dann auch begleiten, wenn ich mein eigenes Essen dabei habe und kein Dosenfutter.
Ja, das ist jetzt die dritte Sache. Und wie schon gesagt, hier ist mein Essen drin. Ich habe gestern Hühnerfrikassee gemacht mit Nudeln. Das werde ich mir gleich warm machen. Ja, zur Foodbowl selbst. Auf der einen Seite natürlich gute Idee. Auf der anderen Seite, ja, was mache ich, wenn das Ding heiß ist? Ja, ich weiß nicht, ob es da so einen extra Griff noch gibt. Hier, weil hier der hohe Rand ist. Na, ich meine, der hohe Rand ist eigentlich da, um diese Clips hier festzuheben. Ob es da irgendwie noch einen Deckelheber gibt. Na, ansonsten müsste man sich irgendwie anderweitig behelfen, wenn das ganze Ding warm ist. Aber okay, das werden wir sehen. Ja, ansonsten gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Das waren die drei Teile, wo ich euch zeigen wollte. Ja, einmal dieser Food Container. Einmal mein neues deutsches Besteck. Ja, und einmal ja, dieses komische Ding hier. Also, ich habe jetzt Hunger. Es wird Zeit, sich was zu essen zu machen. Wie ihr sehen könnt, liebe Leute, steht meine Food Bowl direkt auf einem Gaskocher drauf. Und dazu kann man sie nämlich auch verwenden, indem man direkt für den Gaskocher nimmt. Man könnte die Food Bowl auch ins Lagerfeuer stellen. Das möchte ich allerdings jetzt nicht machen. Ja, ich habe den Tatonga Kettle noch zu Hause. Und dieser Kettle habe ich schon ein paar Mal Feuer stehen gehabt. Er ist unten ganz rußig und selbst wenn man gut abwischt, kriegt man das nicht mehr richtig sauber. Das möchte ich jetzt bei dieser Food Bowl nicht haben. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt halt rausgehe und hier was selbstgekochtes mitnehme, ist die Food Bowl ideal. Ich brauche nichts umzufüllen. Ich kann das so wie es ist auf dem Gaskocher gleich stellen. Ja, kann damit gleich kochen. Finde ich super. Ja, ich werde jetzt gleich mal nach dem Essen gucken, wie weit es ist. Ja, und dann werde ich endlich mal was essen. Kommen wir nun zu dem, was an dem Food Bowl jetzt nicht ganz so praktikabel ist. Ja, ich habe ja hier beim Hellolite habe ich ja diesen Griff und der fehlt hier. Ja, den Topf, der ist recht warm. Ja, okay, jetzt geht's. Aber jetzt halt will ich das Ding nehmen und will damit essen. Ich kann das so nicht anlangen. Hier unten ist heiß. Ich habe das vorhin schon gemerkt. Ja, das heißt, ich muss mir immer irgendwas mitnehmen zum Festhalten von dieser Bowl. Ja. Komm her. So. Ja, das hier ist jetzt mein Mittagessen. Ja, natürlich mit einem ordentlichen Löffel. Ja, das werde ich mir jetzt gleich schmecken lassen. Und ich melde mich gleich nochmal. Den Platz habe ich nun sauber aufgeräumt. Alles ist wieder im Rucksack verstaut. Ja, ich bin abmarschbereit. Die Wanderstücke stehen hier. Ja, es wird nun Zeit, wieder nach Hause zu gehen. Liebe Leute, das war nun das Abenteuer am dritten Advent. Ja. Nicht immer hat man ein Plätzchen für sich alleine. Ja, gerade wenn es doch so ein Hotspot ist. Aber wie gesagt, das hätte ich mir auch denken können. Ja, nächste Woche, vierter Advent, da habe ich eine besondere Überraschung für euch vorbereitet. Mal gucken, ob das dann so klappt, wie ich das gerne hätte. Ja, da könnt ihr mal gespannt sein. Und jetzt heißt es für mich, sich zu verabschieden, zurück zum Auto zu gehen. Ja, nach Hause zu fahren, schön warm zu duschen, ja, noch einen warmen Tee trinken, weil das habe ich hier jetzt halt nicht gemacht. Da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ja, ich möchte mich verabschieden und ich sage in diesem Sinne, schönen Gruß und auf Wiedersehen.